Also Fragestellungen von dem Vortrag. Die Block-CDU als Wurmfortsatz der SED ist im Herbst 1989 mit dem politischen System der DDR untergegangen. Das Verschwinden dieses besonderen Organisationstypus stellte für die politische Kultur der größer gewordenen Bundesrepublik keinen Verlust dar. Was aber ist von der Ost-CDU übrig geblieben? Welche Traditionsreste aus der Parteigeschichte spielen in der erneuerten CDU, wie gebrochen und widersprüchlich auch immer, auch heute noch eine Rolle? Ist das politische Substrat, das sich seit der Wende unter dem stählernen Gerüst der Bundes-CDU herausbildete, mit der West-CDU kompatibel? Oder gibt es so etwas wie eine subkutane Realität der Partei im Osten der Republik, also unterhalb der Oberfläche, unterhalb der Haut? Welche Häutungen machte die Partei nach dem Abtritt der kompromittierten Blockeliten im Herbst 1989 durch? Und welche Führungsgruppen bildeten sich in diesem Prozess heraus? Wie hat sich der Charakter der DDR-CDU seit 1990 durch die Verschmelzung mit wertkonservativen Gruppierungen aus der Bürgerbewegung, also Neues Forum, Demokratischer Aufbruch, Gruppe der 20, und durch die Eintritte neuer Mitglieder aus dem Umfeld der Kirchen verändert? Sind dadurch relevante Demokratiepotenziale hinzugekommen? Und welchen Einfluss haben sie heute noch? Oder sind durch die Fusion mit der SED auf dem Lande, wie die Demokratische Bauernpartei DBD auch genannt wird, sind dadurch letztlich die Blockkräfte wieder gestärkt worden? Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert und fange an mit der Rolle der CDU im Blockparteiensystem der DDR. Das ist ein bisschen knochentrockenes Thema, aber man braucht es vielleicht, um vor diesem Hintergrund dann sich vorzustellen, was da eigentlich für ein Umbruch passieren musste und dann eben auch streckenweise passiert ist. Die Blockparteien im politischen System der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. In der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR existierte bis 1989 formal ein Mehrparteiensystem. Anders als in der Sowjetunion selbst wurden auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland neben der KPD auch nicht-kommunistische Parteien zugelassen. Punkt 1 des Befehls Nummer 2 der sowjetischen Militäradministration vom 10. Juni 1945 erlaubte ausdrücklich die Schaffung und Tätigkeit aller antifaschistischer Parteien, die sich die endgültige Ausrottung der Überreste des Faschismus und die Festigung der demokratischen Grundlagen und der bürgerlichen Freiheiten in Deutschland zum Ziel setzten und in dieser Richtung die Initiative und freie Betätigung der breiten Massen der Bevölkerung fördern. Der Freiraum der Parteien, Gewerkschaften und Kulturorganisationen der Werktätigen war allerdings eingeschränkt, denn sie durften ihre Tätigkeit nur unter der Kontrolle der sowjetischen Militäradministration und der von ihr erlassenen Instruktionen ausüben. Als erste Partei wurde am 11. Juni 1945 in Berlin die KPD lizenziert. In ihrem Gründungsaufruf hieß es, Deutschland solle nicht das Sowjetsystem aufgezwungen werden. Vielmehr propagierte die KPD die Schaffung eines Blocks der antifaschistischen demokratischen Parteien und nannte konkret sich selbst, also die Kommunistische Partei, die Sozialdemokratische Partei und die Zentrumspartei in der Vorstellung immer noch als katholische Partei, wie diese bis also zur Gründung der CDU ja gewesen war. Sie knüpfte damit an das Weimarer Parteienspektrum an, das mit Ausnahme rechtskonservativer und nationalistischer Parteien in seiner Grundstruktur wieder erstehen sollte. Dieses Bündniskonzept entsprach der Linie, der Volksfrontlinie, die aus den 30er Jahren, und es entsprach zugleich den aktuellen Zielen der sowjetischen Deutschlandpolitik im Vorfeld der Potsdamer Konferenz. Die war im Juli, August 1945, alliierte Konferenz. Stalin demonstrierte gegenüber den Westalliierten Konsensbereitschaft und ging scheinbar auch auf die Interessenlage der deutschen Bevölkerung im sowjetischen Besatzungsgebiet ein.
Die sowjetische Führung wollte zudem die Chance nutzen, von Berlin aus frühzeitig politische Weichen für Gesamtdeutschland zu stellen und durch ihre Zulassungspolitik, also Parteienzulassungspolitik, die Einflussnahme auf Parteiprogramme, Personalfragen, Presse und so weiter, auch die Parteienentwicklung in den übrigen Zonen zu beeinflussen. Ja, jetzt wird es vielleicht doch ein ganz bisschen lang, diese Geschichte. Ich versuche, das ein ganz bisschen zu kürzen. Also es gibt im Hinblick auf die primären Zielsetzungen der sowjetischen Besatzungsherrschaft die Rolle der Parteien in der sowjetischen Besatzungszone und die Handlungsspielräume der nicht-kommunistischen Parteien in der historischen Forschung zwei verschiedene Positionen. Die eine geht davon aus, dass die sowjetische Führung schon am Kriegsende über ein politisches Gesamtkonzept zur Umgestaltung der SPZ nach sowjetischem Vorbild, dass sie das schon hatte und dass die Parteien sozusagen nur die Funktionen von Transmissionsriemen, so nannte man das, also die kommunistische Politik vermitteln, übersetzen würden. Die andere Richtung geht davon aus, dass es die Sowjetunion nicht von Anfang an auf Sowjetisierung gesetzt hat, sondern dass sie auch andere Interessen verfolgt hat, also wirtschaftspolitischer und geopolitischer Art, und dass sie eben auch immer noch die Option hatte, es könnte ein neutralisiertes, auf jeden Fall demilitarisiertes und sowjetfreundliches Gesamtdeutschland entstehen. Und aus dieser Sicht hat sie die nicht-kommunistischen Parteien dann auch sozusagen benutzt oder wollte sie benutzen, weil sie dachte, dass oder sich vorgestellt hat, dass im Falle von gesamtdeutschen Konsultationen es nützen könnte, wenn es also Parteien gäbe, die in beiden oder in, also nicht nur in beiden, sondern in allen vier Besatzungszonen vorhanden wären. Also die CDU und die LDPD als die Liberalen, Christdemokraten und Liberale, die waren ja, hatten ja Wurzeln in der, ihre Wurzeln ja in der Parteientradition in der deutschen, und die gab es überall, und die konnten nur nach ihrer Vorstellung möglicherweise nützlich sein. Andererseits konnten diese Parteien aber auch stören, ein Störfaktor sein, weil sie in dem Falle, in dem sie dann tatsächlich ihre Besatzungszone zu einem Staat mit einem sowjetischen, als Staat sowjetischen Typs draus machen, dass die dann möglicherweise das bremsen oder blockieren oder jedenfalls behindern könnte und dass es eben dann keinen deutschlandpolitischen Nutzen gibt. Und diese Ambivalenz ist eigentlich in dem ganzen Verhältnis der Militäradministration gegenüber den nicht-kommunistischen Parteien, also jetzt in diesem Fall CDU und LDP, kann man das beobachten. Und man kann auch aufgrund der Quellenlage heute sagen, dass es eben auch in der sowjetischen Führung da unterschiedliche Richtungen gegeben hat, die sich untereinander auch bekämpft haben. Und dass aber die Besatzungsadministration, also die sowjetische Militäradministration, auf Sowjetisierung, eher auf Sowjetisierung gesetzt hat und deswegen die Parteien auch dementsprechend behandelt hat. Also es ist ein bisschen kompliziert, dieser ganze Zusammenhang. Ich will das jetzt relativ kurz machen mit der weiteren Entwicklung der Blockpartei. Seit Mitte Juli wurden KPD, SPD, CDU und LDP, also CDUD hieß sie damals, und LDPD in eine Einheitsfront eingebunden. In der wurden die Abstimmungen einstimmig getroffen. Also es gab praktisch keine Möglichkeit gegen oder ohne die KPD, es war ja dann schon bald die SED, solche Entscheidungen zu treffen. Also die Konflikte waren im Grunde genommen jetzt vorprogrammiert. Im April 1946 erfolgte dann die Zwangsvereinigung von der KPD und der SPD zur SED. Die Sozialdemokraten, die Fusion ablehnten, wurden verfolgt, inhaftiert oder mussten in den Westen flüchten. Auch der Druck auf die christlichen Demokraten und die Liberalen, die noch bei den Wahlen im Herbst 1946 gemeinsam ein höheres Wahlergebnis erzielt hatten als die SED, dieser Druck nahm ständig zu, denn es war ja jetzt auch eine Bedrohung, ne?
Bereits Ende 1945 hatte die sowjetische Militäradministration anlässlich der Auseinandersetzungen über die Bodenreform die CDU-Führung abgesetzt. Die hatte sich nämlich gegen die entschädigungslose Enteignung ausgesprochen. Und Ende 1947 wurde dann auch die nächste Führung abgesetzt, nämlich Jakob Kaiser und Ernst Lemmer, weil die sich nicht am Volkskongress für Einheit und gerechten Frieden beteiligen wollten. Es sind dann zwei weitere Blockparteien gegründet worden, 1948, auf Veranlassung der sowjetischen Besatzungsmacht und der SED, die Demokratische Bauernpartei Deutschlands. Und die sollte also das Bündnis von Arbeitern und Bauern entwickeln. Und die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die NDPD, die sollte sich auf die gleichen sozialen Schichten wie CDU und LDP konzentrieren. Aber im Sinne der SED-Politik hatte sie eine spezielle Funktion. Sie sollte nämlich nationalkonservative Kräfte, ehemalige NSDAP-Mitglieder und Offiziere in die neue Ordnung eingliedern und umerziehen. Außerdem sollten dadurch eben die bürgerlich-demokratischen Kräfte weiter geschwächt werden und das antikommunistisch-nicht-kommunistische Lager gespalten werden. Also im Zuge dieser Neugründung von weiteren Blockparteien und der Integration jetzt weiterer Massenorganisationen in diesen demokratischen Block der Parteien und Massenorganisationen. Ich hatte vorher von Einheitsfront gesprochen, das hieß jetzt demokratischer Block der Parteien und Massenorganisationen. In diesem ganzen, in dieser Gemengelage waren CDU und DPD in einer eindeutigen Minderheitensituation. Daraus wurde dann noch aus dem demokratischen Block die Nationale Front gegründet, 1949. Und da mussten nun alle rein. Das war also die umfassende, ein Dachverband von allen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen in der DDR. Und diese Blockkonstruktion hat auch das gesamte politische System der DDR durchzogen. Man konnte aus dem Block oder aus der Nationalen Front nicht austreten. Erst 1989 haben CDU und LDP als allererste Aktion ihrer Befreiung den Austritt aus diesen Blöcken vollzogen. Also man sieht daran, was für ein Zwangskorsett das war. Und in dem war es fast für die bürgerlichen Parteien fast unmöglich, noch ihre Politik zu verfolgen. Es ging dann noch weiter um die Frage der Oder-Neiße-Grenze, die CDU auch abgelehnt hat. Und der zentrale Streitpunkt Einheitslisten bei Wahlen, das hat dann auch die nächste Führung unter Otto Nuschke, daran hat sie festgehalten, an diesen Kritikpunkten, an dieser Ablehnung. Und obwohl der Druck immer stärker wurde und auch die Verfolgung immer mehr zunahm. 1950 setzte eine neue Repressionswelle ein, in deren Verlauf fast der gesamte mittlere Funktionärsapparat von CDU und LDPD zerschlagen wurde. Von nun an verwandelte sich die CDU mit maßgeblicher Unterstützung ihres Generalsekretärs Gerald Götting, der war dann später von 1966 bis zum bitteren Ende 1989 Parteivorsitzender der Ost-CDU. Also mit dessen Unterstützung verwandelte sich die CDU in eine zentral geleitete Kaderpartei nach dem Muster der SED. Die Landesverbände verloren ihr eigenständiges Profil. Die Mitgliederzahl reduzierte sich bis Ende der 1950er Jahre auf die Hälfte. Als die Blockparteien für die Sowjetunion nach dem Scheitern der Stalin-Note 1952 und der zweiten Parteikonferenz der SED, auf der sie jetzt den planmäßigen Aufbau des Sozialismus in der DDR verkündete, als jetzt diese Parteien ihre Funktion, ihre deutschlandpolitische Relevanz vollends eingebüßt hatten, mutierte der CDU-Apparat endgültig zum Herrschaftsinstrument der SED. Im lokalen Rahmen und in kirchlich geprägten Milieus, wie zum Beispiel im katholischen Eichsfeld, boten die Ortsgruppen und CDU-Netzwerke hingegen noch bis zur Wende Schutzräume vor den Ansprüchen der SED. Also wenn zum Beispiel jemand nicht in die SED eintreten wollte, aber doch eine berufliche Karriere machen wollte, zum Beispiel im Krankenhaus, stellvertretender Direktor oder sowas, in der zweiten Reihe, da hatte er bessere Chancen, wenn er CDU-Mitglied war. Die Abhängigkeit der Block-CDU von der führenden SED äußerte sich in allen Bereichen.
in ihren Führungsstrukturen und in ihrer Kaderpolitik, also Kaderpolitik, das sagt ja schon vieles, ne? Ihrer Programmatik, der Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft, also sie durfte zum Beispiel keine Arbeiter werben, weil das war ja, darauf war ja die SED spezialisiert, und sie durfte nur Arbeiter werben, wenn die christlich waren, oder sie durfte keine Offiziere in der Nationalen Volksarmee als Mitglieder haben, sie durfte keine Betriebsgruppen haben und so weiter. Und auch die Zahl war beschränkt. Also sie durfte nicht so viele Mitglieder werben, wie sie wollte, sondern nur eine bestimmte Zahl. Also die Abhängigkeit zeigte sich bei der Besetzung von Ämtern und Führungspositionen im Staatsapparat und in der Volkskammer, die Verteilung von Leitungsfunktionen in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen und so weiter. Also es gab da Verteilerschlüssel, wo von vornherein klar war, ihr kriegt hier so viel im Parlament und so viel in der Volkskammer oder ihr kriegt den Bürgermeister von Erfurt und so weiter. Also es hängt überhaupt nicht von Wahlen ab, sondern es war alles vorneweg verteilt, wer wie viel kriegt, und das ging nach Prozenten. Und dabei kam die Block-CDU eben immer noch ziemlich gut weg im Vergleich zu den anderen Blockparteien. Also man wollte sie sich nicht ganz verkretzen, weil mit Blick auf die 9 Millionen Christen, evangelischen Christen und auch katholische Christen in der DDR, wollte man die CDU sozusagen für diese Randgruppe oder Gruppe, wollte man die sich erhalten im Zweifelsfall, um dann da auch Politik zu machen damit. Besonders krass war die permanente Steuerung und Kontrolle durch die SED. Im Zentralkomitee der SED gab es eine spezielle Abteilung befreundete Parteien, die Einfluss auf sämtliche wichtigen personellen, politischen und organisatorischen Entscheidungen nahm. Nicht nur die Wahl der Parteiführung durch den CDU-Hauptvorstand war zuvor mit der SED abgestimmt, sondern alle wichtigen Funktionen in der CDU, von der Parteispitze bis zur Kreisebene, wurden nach der Kadernomenklatur besetzt. Das heißt, in Übereinstimmung mit der SED und dem MFS. Also da gab es lange Listen, Verzeichnisse, welche Stellen welche Bedeutung hatten und mit wem die besetzt werden dürfen und können und müssen. Also das war alles festgelegt. Und ähnlich arbeiteten auch die Sekretäre in den Bezirks- und Kreisverbänden. Mitglieder des Zentralkomitees der SED nahmen üblicherweise an den CDU-Parteitagen teil und demonstrierten den Führungsanspruch ihrer Partei. Trotzdem misstraute die SED den Blockparteien. Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit sammelten daher auf allen Ebenen der Parteiorganisation Informationen über Personen und Parteiinterna, die ebenfalls von der SED benutzt wurden. Also die wussten dann ziemlich genau, wer hat ein Verhältnis mit einer Dame, die was seine Frau nicht wissen darf, und wer ist Alkoholiker und solche Sachen, ja, womit sie die Leute auch in der Hand hatten. Das war ein ganz beliebtes Instrument, und also ich habe die Akten selber gelesen, das ist sehr eindrucksvoll, mit welchen harten Bandagen die da gegeneinander gekämpft haben, die Leute gegeneinander ausgespielt haben. So, das war das. So, ich komme jetzt zum Umbruch. Und zum Problem zwischen, also zum Verhältnis von Führung und Basis. Die Block-CDU und ihre Mitglieder gehörten nicht zu den treibenden Kräften der Herbstrevolution. Bis zuletzt klammerten sich die Führungsspitze und Teile des Apparats an die Machtstrukturen des SED-Regimes. Erst Göttings Sturz am 2. November 1989 machte den Weg frei für die Erneuerung der CDU in der DDR. Sein erzwungener Rücktritt war eine Folge der zunehmenden Entfremdung zwischen CDU-Basis und Parteiführung im Sommer und Herbst 1989. Der Sturz wurde aber auch von Teilen des Apparats forciert, die den schon seit längerem als Belastung empfundenen langjährigen Parteivorsitzenden opferten, in der Hoffnung, damit selbst das Heft in der Hand behalten zu können. Der Stimmungsumschwung an der Basis lässt sich anhand einer Vielzahl von Briefen an die Berliner CDU-Zentrale gut nachvollziehen. Bis Anfang September 1989 war die Kritik eher verhalten, und sie betraf zumeist Versorgungsprobleme, die Rechtsunsicherheit bei Pass- und Reiseanträgen und sonstige Beschwerden.
Erst nach der Veröffentlichung des Weimarer Briefes, also Brief aus Weimar, vom 10. September, der wurde veröffentlicht auf der 5. Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, in Eisenach, wurde die Parteizentrale mit einer Flut von Briefen aus den Ortsgruppen überschüttet, in denen die Parteiführung bedrängt wurde, Stellung zu beziehen und politisch zu reagieren. In diesen Wochen wurde eine quantitative wie qualitative Veränderung des Protestpotenzials in der DDR-CDU sichtbar, die allerdings vor dem Hintergrund der zunehmenden Beunruhigung durch die Ausreisebewegung und im Zusammenhang des sich verändernden gesamten parteipolitischen Umfelds gesehen werden muss. Also die Aktionen der Bürgerbewegungen, aber auch in der SED hat es Differenzierungsprozesse gegeben. Und außerdem war die LDP, also die ja auch in Konkurrenz stand zur CDU, die war schon vorgeprescht und vor allem der Vorsitzende Gerlach hat schon sehr früh sich entsprechend geäußert und die Parteiführung angegriffen, die Staatsführung auch angegriffen. Eine Optik, die also sich zu stark auf, oder nur auf die Binnenperspektive der Partei selbst bezieht, neigt oft dazu, dieses Widerstandspotenzial in der Ost-CDU zu verklären. Denn es ist ja nicht so gewesen, dass nur die Führung korrupt war und die Basis gesund, sondern wie immer gab es natürlich auch viele Mitglieder, die bis zuletzt im Sinne der Partei gewirkt haben oder auch Mitläufer waren oder schweigende Mehrheit waren. Also diese Dichotomie, diese große Kluft, die bestehen soll zwischen Führung und Basis, die muss man natürlich auch hinterfragen. Und das belegen, also meine These, dass das so nicht stimmt, belegen zum Beispiel die Beispiele der Ortsgruppen Neuenhagen bei Berlin oder Großenhain in Sachsen, die also schon angeregt durch die Veränderungen in der in Russland und der Sowjetunion durch Gorbatschow versucht haben, sozusagen ihre Aktionsräume zu vergrößern, mehr Freiheiten zu bekommen. Die haben also Programme schon entwickelt und Papiere gemacht und an die Parteiführungen geschrieben und wollten darüber diskutieren. Und die wurden aber systematisch verfolgt und eingeschüchtert. Und trotzdem haben die das zum Teil weitergemacht. Aber das hat sich nicht verbreitet. Also von daher kann man sagen, die Basis war also zwar in manchen Orten waren das echte Leuchttürme, aber anderswo ist eben gar nichts passiert. Also ob also diese sogenannte Zwei-Welten-These, also die eine Welt ist die Führung und die andere ist die Basis, ob die tatsächlich stimmt, das wäre mal interessant zu untersuchen. Und denn das ist inzwischen zu einem Art Ursprungsmythos der CDU nach der Wende hat sich das verfestigt, also dass die Basis eben so aktiv war und gut, die Führung war eben verblockt, aber so. Und das müsste man eigentlich mal untersuchen, kann man aber erst, wenn die Akten der Orts- und Kreisverbände der DDR-CDU wirklich auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die dort lagert, interessierten Forschern auch zugänglich gemacht wird. Also soweit ich weiß, sind die zwar da und sind auch nicht verschlossen, sondern sie sind eben einfach nur noch nicht verzeichnet und das zieht sich eben ziemlich lange hin. Also man kann da nicht viel machen, wenn man auf dem Gebiet sich mal weiter informieren möchte. Der Brief aus Weimar, das hatte ich eben angesprochen. Der Brief aus Weimar wurde in den Grundzügen von Dr. Gottfried Müller, dem Chefredakteur der Evangelischen Kirchenzeitung für Thüringen, dem Namen Glaube und Heimat. Und er war auch Leiter der Arbeitsgruppe christlicher Kreise der Nationalen Front in Gera. Also von ihm wurde es im Wesentlichen formuliert. Und Mitunterzeichner waren Martin Kirchner, der war damals Oberkirchenrat in Eisenach und Stellvertreter des Thüringer Landesbischofs Dr. Leich. Und er war auch der Vorgesetzte von Dr. Müller. Außerdem waren zwei Frauen beteiligt. Die Pastorin Christine Lieberknecht, die ist heute Ministerpräsidentin in Thüringen. Und die Rechtsanwältin Martina Huhn, die ziemlich schnell abgesprungen ist. Den Unterzeichnern ging es vor allem um zwei Dinge. Angesichts der zunehmenden Unruhe in der DDR-Bevölkerung,
der geistlosen Nichtpolitik, hat Herr Müller gesagt, der SED-Staatsführung und der Sprachlosigkeit der DDR-CDU angesichts der Veränderungen in der Gorbatschow-Ära wollten diese Leute eine innerparteiliche Reformdebatte in der CDU auslösen. Und sie wollten, dass die protestantischen Kirchen, unter deren Dach sich unterdessen verschiedene Oppositionsgruppen gebildet hatten, aus ihrer Stellvertreterrolle befreit werden und dass die eigentlich politischen Verantwortlichen sich mit dieser Frage beschäftigen. Falls die Ost-CDU es nicht fertigbringe, als eigenständiger Faktor wieder in die Politik zurückzukehren und mehr Rechtsstaatlichkeit und Transparenz im SED-Staat einzufordern, würde die CDU gegenüber den Oppositionsgruppen völlig ins Hintertreffen geraten und sie würde letztendlich auch ihre Existenz als Partei aufs Spiel setzen. Die Weimarer, also diese Unterzeichner, haben in ihrem Papier, das sehr umfangreich ist, ich kann das hier nicht weiter ausführen, aber so viel, sie stellten also weder das Blockparteiensystem in Frage noch das SED-Regime oder die Zweistaatlichkeit Deutschlands. In dem sich beschleunigenden Verfallsprozess der DDR wurden die Forderungen des Weimarer Briefes schon bald von der Wirklichkeit überholt. Eine abschließende Aussage zur Rolle des Weimarer Briefes und der Frage einer eventuellen Beteiligung der DDR-Staatssicherheit an diesem Papier oder an dieser Aktion steht aufgrund der vorhandenen Quellen auch noch aus. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Martin Kirchner, der bereits seit 1971 unter verschiedenen Decknamen für die Stasi gearbeitet hatte, und noch 1989 als inoffizieller Mitarbeiter im besonderen Einsatz auf der Gehaltsliste des MFS stand, diese Aktion ohne Mitwissen des MFS geplant haben sollte. Noch auf der Pressekonferenz sagte Kirchner, es dürfe nicht zu einer Situation kommen, in der sich die Dinge überstürzen. So gesehen, das würde ich vermuten, könnte der Brief aus Weimar auch so eine Art politisches Gegenkonzept zu den Entwürfen der Gegenkonzept gegen die Entwürfe der Bürgerbewegung getestet worden sein, mit der Absicht, sich in diesen Reformprozess auch einzuschalten. Ja, jetzt komme ich zum nächsten Thema von Göttingen zu de Maizière. Der Personalwechsel an der Parteispitze war zugleich auch ein Machtkampf im Apparat. Hier hatten sich zwei Fronten herausgebildet. Die eine Gruppierung steuerte auf eine Grenzlösung, also Grenzen kennen Sie ja, der zeitweise dann da die Kohlen aus dem Feuer holen sollte, und wünschten einen Mann aus dem Apparat, dem man vertraute. Eine andere Gruppierung suchte nach einem unbelasteten Mann, der für Rechtsstaat und Demokratie stand und der auch gute Beziehungen zu den Kirchen hatte. Hier wurde auch der Name Lothar de Maizière genannt. Übrigens auch Stolpe wurde auch genannt. Aber das kam ja anders. Obwohl de Maizière als Außenleiter galt, wurde er tatsächlich am 10. November vom Hauptvorstand zum neuen Vorsitzenden gewählt. Also ich will damit sagen, mit all diesen Einzelfällen, die ich jetzt beschreibe, dass das ein sehr komplizierter Prozess war, dieser Umbruch. Und dass da dran also nicht nur einige Gruppen beteiligt waren, sondern dass das wirklich auch Teile des Apparats mitgemischt haben, dass sie selber versucht haben, diese Reform, die ja nicht zu verhindern war, mitzusteuern oder eben auch selbst da sich zu beteiligen. Und wie schwierig das eben auch war, dann für die Einzelnen in solchen Situationen in diesem politischen Feld zu agieren, weil das natürlich auch viele Strukturen waren, die ja gar nicht so bekannt waren oder die jetzt unterhalb der Öffentlichkeit agiert haben. Also so ein Umbruch ist wahrscheinlich, so ein gesellschaftlicher, politischer Umbruch ist wahrscheinlich immer so eine komplizierte Sache. Und das ist ganz gut, wenn man sich das mal klar macht. Also wie gesagt, der Stellvertreter von Göttingen, Heil, hat sich auch beteiligt an dieser Veränderung in der Führung der Partei. De Maizière, Entschuldigung, ich muss mal was trinken.
Probleme mit der Stimme. De Maizière sah sich durch die Wahl zum Vorsitzenden aber noch nicht ausreichend legitimiert. Denn er befürchtete nicht zu Unrecht, dass das Präsidium und der Hauptvorstand die Flucht nach vorn angetreten hätten und er selbst als bloße Repräsentationsfigur betrachtet werde. Er drängte daher auf eine innere Neustrukturierung der Ost-CDU mit dem Ziel, sich von den Teilen des Apparats zu trennen, die sich den notwendigen Veränderungen entgegenstemmten. Das war sehr schwierig für ihn, weil er wirklich viele Kräfte gegen sich hatte. Und worauf er besonders Wert gelegt hat, war einmal eine Strukturreform der Partei, also die Abschaffung dieses demokratischen Zentralismus. Und zum anderen wollte er ein ganz neues Grundsatzprogramm. Und damit wollte er praktisch die gesamte CDU im Osten dazu bringen, dass sie ihre bisherigen Organisationsprinzipien und ihre bisherigen ideologischen Fundamente überdenkt und wieder sich zu einer demokratischen Partei zurückentwickelt. Er wollte da auch einen Prozess lostreten auf Parteitagen, Sonderparteitagen, auf Diskussionen. Und da hat er sich sehr viel engagiert, aber das war auch sehr, sehr schwierig für ihn, weil er hatte im Grunde genommen keine Hausmacht und nur ein paar Leute haben ihn unterstützt. Und das muss auch nicht ganz leicht gewesen sein. Also der Sonderparteitag im Dezember 1989 brachte dann die entscheidende Wendung. Die Blockpartei begann sich allmählich in eine nach dem Prinzip demokratischer Willensbildung gegliederte Mitgliederpartei zurückzuverwandeln. Die Bezirksverbände wurden aufgelöst, um die Partei von der Basis her zu demokratisieren. De Maizière bezeichnete den demokratischen Zentralismus als den genetischen Defekt der DDR und des in ihr betriebenen Pseudosozialismus, mit dem der Misserfolg dieses Systems und damit auch der Misserfolg der Ost-CDU vorprogrammiert gewesen sei. Tatsächlich fand im Zuge der Reorganisation ein Personalaustausch statt. Vertrauensfragen und Neuwahlen leiteten einen Umschichtungsprozess ein, indem die meisten hauptamtlichen Funktionäre von der Kreisebene an aufwärts ihre Ämter verloren oder mehr oder weniger freiwillig aufgaben. Infolge der Neuorientierung auf dem Sonderparteitag geriet die CDU aber in eine Zerreißprobe. Denn den einen ging die Wandlung viel zu schnell und während die anderen auf eine noch raschere und radikalere Gangart bei der Übernahme bundesdeutscher Strukturen drängten. Es kam zu einer Austrittswelle. Nicht nur frustrierte Altkader traten aus, sondern auch überzeugte christliche Sozialisten, die gab es da in der Ost-CDU, allerdings nicht sehr viele, die eine zu starke Westorientierung und einen Rechtsruck befürchteten. Andere zogen sich zurück, weil sie die Schutzfunktion der Blockpartei nicht mehr benötigten. Und gut abgetarnte Blockleute, also die sogenannten Wendehälse, blieben in der CDU und warteten auf die nächste Chance. So, jetzt komme ich zum Verhältnis der Ost-CDU und der West-CDU. Die Adoption der Ost-CDU, ein Geburtsfehler der Vereinigten CDU, Fragezeichen. Die Bonner CDU befand sich um die Jahreswende 1989-90 in einem Dilemma, weil sie in der noch DDR keinen natürlichen Kooperationspartner fand. Gegen die diskreditierte DDR-CDU gab es in der Parteispitze im Westen massive Vorbehalte. Andererseits waren die in der Wendezeit entstandenen Gruppierungen sowohl wegen ihrer Anhängerschaft als auch ihrer programmatischen Aussagen noch äußerst fluide, also unklar, wohin das gehen würde. Die Bundes-CDU zögerte noch bis in den Januar 1990 hinein, denn sie wollte auf jeden Fall einen Geburtsfehler vermeiden. Also das Wort Geburtsfehler stammt von Volker Rühe. Durch die Vorverlegung des Wahltermins auf den 18. März geriet sie zudem unversehens unter starken Druck, zumal die West-SPD in der SDP bereits einen unbelasteten Partner gefunden hatte. Sie rang sich schließlich dazu durch, mit der Ost-CDU zu kooperieren, unter der Bedingung,
dass sich die Ost-CDU in ein politisches Zweckbündnis mit den 1989 gegründeten Gruppierungen Demokratischer Aufbruch und Deutsche Soziale Union begab. Trotz ihrer Sympathien für die neuen Gruppierungen setzten Helmut Kohl und Volker Rühe Anfang Februar nicht allein auf die Neulinge, weil diese nämlich weder die organisatorischen Kapazitäten hatten, um einen flächendeckenden Wahlkampf zu führen, und sie hatten auch nicht genügend Personal, um die dann möglicherweise gewonnenen Ämter und Mandate zu besetzen. 1990 kam dann unter der Ägide der West-CDU die Vereinbarung für die Allianz für Deutschland zustande, die mit ihrem überwältigenden Wahlsieg alle Beobachter überraschte. Das ging ja jetzt die ganze Zeit durch die Presse, also haben Sie bestimmt die Bilder vor Augen. Eine dritte und vielleicht meiner Meinung nach die interessanteste Variante für diese Fusion hätte darin bestanden, dass Mitglieder der Ost-CDU die Blockpartei aufgelöst und also selbst aufgelöst und zusammen mit der West-CDU eine neue CDU im Osten aufgebaut hätten. Also da bin ich nicht alleine drauf gekommen, sondern das ist eine Forderung, die massiv aus dem Eichsfeld, aus der Eichsfeld-CDU aufgebracht wurde. Die wurde auch diskutiert, aber die hat man verworfen. Denn eine solche Neuformierung nach einem Organisationsbruch hätte zwar einen demonstrativen Neubeginn vielleicht möglich gemacht, sie hätte allerdings wegen des knappen Zeitrahmens für die CDU auch ein erhebliches Risiko bedeutet. Die Grundentscheidung für die Allianz und die spätere Fusion der CDU mit diesen Gruppen bestimmte die weitere Entwicklung der CDU in Ostdeutschland. Unter dem enormen Druck des Superwahljahres waren die Widersprüche, die Gruppen waren ja alle sehr heterogen, ganz unterschiedlich, auch von der Mentalität her, nicht nur von den Aussagen, Parteiaussagen. Also unter dem enormen Druck dieses Wahljahres waren die Widersprüche zunächst stillgestellt. Die Konflikte zwischen Reformern in Anführungsstrichen und Blockflöten brachen dann aber nach 1990 in voller Schärfe auf. Vor allem die sächsischen Reformer kritisierten, dass der personelle Erneuerungsprozess viel zu früh abgebrochen worden sei. Die offenen Auseinandersetzungen zwischen alten und neuen Kräften, die die Formierung der östlichen Landesverbände begleiteten, sind mittlerweile weitgehend abgeklungen. In den Landesverbänden Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hatten die Erneuerer ohnehin von Anfang an nur einen schwachen Stand. In Thüringen und vor allem in Sachsen, wo der innerparteiliche Streit am heftigsten ausgefochten wurde, haben die Landesführungen unter den aus dem Westen importierten Landesvätern Kurt Biedenkopf und Bernhard Vogel ihre Integrationsstrategien weitgehend durchgesetzt. Die Protagonisten der Erneuerer, also die Vertreter der Erneuerer, fügten sich zumeist der Parteiraison, auch wenn sie ihre weitergesteckten Ziele nicht erreichten. Auf der mittleren und unteren Ebene ist der Entmischungsprozess allerdings immer noch nicht beendet. Parteikulturell ist die Blockpartei dort noch immer präsent. Das haben wir ja jetzt gerade wieder erlebt in den letzten 2 Jahren. Die Erregung über die Fälle der beiden Ministerpräsidenten Stanislaus Tillich und Dieter Althaus zeigt, dass das Thema noch nicht gänzlich vom Tisch ist. Man kann aber sagen, dass es Tillich nicht wirklich geschadet hat, diese Auseinandersetzung. Also man kann daran sehen, dass solche Konflikte heute auch ausgesessen werden oder einfach nicht mehr so relevant sind. Dieter Althaus ist nach dem Skiunfall, den er hatte, und dem Tod der Frau, mit der er zusammengestoßen ist, nicht mehr dabei. Jetzt bilden die beiden Pastoren Christine Lieberknecht, von der vorhin die Rede war, und Christoph Matschi die Regierung in Thüringen. Das ist eine Sache, die sich also jenseits dieser Thematik des Blockkonflikts und so weiter abspielt. Es zeigt eigentlich eher, dass die beiden, kennen sich aus ihrem protestantischen Protestkultur, können sehr, sehr gut miteinander, und das ist für die wichtiger als
Es stand ja zur Debatte auch noch eine Koalition mit der PDS. Also das ist für die ganz unwichtig. Also die haben eher, da geht es eher jetzt hier um die bei dieser Koalition darum, dass die beiden eben sehr gut miteinander auskommen. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut. Ja, jetzt zu dem noch letzten Aspekt. Da habe ich versucht, es nochmal so ein bisschen zu systematisieren, wie dieser Elitenwechsel abgelaufen ist und welche Gruppierungen es da gab. Also die Blockeliten, das ist ja klar geworden, Göttingen und diese alte Führung, die war diskreditiert, die war dann nach diesem Sturz Göttings auch weg vom Fenster, kann man sagen. Also die sind auch verschwunden. Also mit denen konnte man auch nicht mehr, also ich zum Beispiel konnte mit denen gar nicht mehr ein Gespräch führen. Die haben sich total zurückgezogen. Die waren abgetaucht. Danach, die Ablösung dieser alten Führungsschicht bewirkte eine Art Fahrstuhleffekt, durch den jetzt die nachrückenden Parteikader aus den mittleren und unteren Rängen der Block-CDU in Führungspositionen gelangt sind. Nach den großen Wahlerfolgen der CDU im Wahljahr 1990 wurden die Personalressourcen der Blockpartei voll ausgeschöpft. So kamen kaum profilierte Blockparteienleute wie Gerd Gies, Alfred Gomolka oder Josef Duchatsch vorübergehend an die Spitze der Landesregierungen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Und sie gerieten dann aber nicht nur wegen ihrer Blockparteienvergangenheit, sondern auch wegen ihrer Amtsführung unter Druck und mussten abtreten. Also das hat man übrigens auch bei anderen Kandidaten gesehen. Also es genügt ja nicht nur, man braucht ja auch eine bestimmte Professionalität, um solche Ämter auszufüllen. Und die hatten sie nicht und da konnten sie das nicht weitermachen. Die dritte Gruppe, eigentlich die wichtigste und die zweitwichtigste, die nenne ich die Transformationseliten. Also das sind Personen oder Gruppen, die zwar aus der Block-CDU hervorgegangen sind, dort aber weitgehend inaktiv oder nur auf Ortsgruppenebene oder anderen Substrukturen aktiv waren und die in der Wendezeit zu Initiatoren und Trägern des Reformprozesses werden konnten. Also zum Beispiel die Unterzeichner des Weimarer Briefes oder Lothar de Maizière. Und die könnte man also in Anlehnung an Hans Magnus Enzensberger auch als Helden des Übergangs bezeichnen. Und dieses Transformationskonzept von de Maizière ist allerdings schon im harten Alltag des Vereinigungsprozesses gescheitert. Also seine Programmdiskussion, er hatte dann es so weit gebracht, dass ein neues Parteiprogramm fertiggestellt und war und diskutiert werden sollte. Aber als dann die Ost-CDU, als es darum ging, in welcher Form nun diese Fusion von Ost- und West-CDU ablaufen sollte und auf welcher Grundlage, welche Programme da möglicherweise ausgetauscht würden, er hat sich gezeigt, dass die West-CDU überhaupt nicht interessiert war, dem Programm, was in der Ost-CDU ausgearbeitet war. Also das kriegte ein Begräbnis erster Klasse. Und auch der Beitritt erfolgte nicht so, wie de Maizière sich das vorgestellt hat, oder die Fusion, dass Ost- und West-CDU zusammen sich vereinigen, sondern es wurden im Osten extra Landesverbände noch gebildet, die dann jeweils einzeln ihren Eintritt in die West-CDU erklären mussten. Also das war genau nicht das, was er sich gewünscht hatte, und dann war er ziemlich enttäuscht drüber. Aber da zeigt sich eben auch, dass die West-CDU eben an solchen Regelungen gar nicht interessiert war. De Maizière scheiterte übrigens nicht nur an den gegen ihn erhobenen Stasi-Vorwürfen. Die Erneuerer warfen ihm vor, zu viele Kompromisse mit den alten Kräften gemacht zu haben. Und auch die Bundes-CDU hat ihn seiner Meinung nach im Stich gelassen und nicht genügend unterstützt. Das Blockelement, also das gehört eigentlich noch zu den nachrückenden Blockeliten, war 1990 noch durch jüngere Kader aus der mittleren Führungsschicht der Bauernpartei verstärkt worden,
die nach der Wende zielstrebig den Anschluss an die CDU betrieben haben und sich damit auch Positionen im Bund, in den Ländern, den Kommunen und im Parteiapparat gesichert haben. Also das war ja diese SED auf dem Lande, wie ich schon gesagt habe, aber es waren auch sehr viele Leute natürlich in der Bauernpartei, die sich für Politik überhaupt nicht interessiert haben. Für die war die Bauernpartei eben eine Art Verein auf der örtlichen Ebene und da haben sie ihr Bier getrunken abends und so weiter. Also das war mehr eine Art Milieu auch. Aber es gab eben auch, wie gesagt, die DPD war ja total der SED hörig. Und das hat sich dann auch gezeigt an den Kadern, die da hinterher Positionen bekommen haben. Vor allem deutlich habe ich das bemerkt in Brandenburg. Da waren zum Beispiel in der Landtagsfraktion ein Drittel der Mandate besetzt mit DPD-Leuten. Das hat sich dann etwas reduziert, aber DPD-Leute sind eigentlich immer noch aktiv in der CDU, weil die auch jünger sind. Also da haben die, können die noch ein bisschen länger bleiben. Ja, und die letzte Gruppe, die nenne ich Induktionseliten. Also das hört sich ein bisschen hochgestochen an. Induktion ist ein elektrischer Prozess, ja. Aber mir ging es darum, darzustellen, dass das das sind also die Akteure, die aus den Gruppierungen der Bürgerbewegung zur CDU gestoßen sind, also aus dem demokratischen Aufbruch, aus der Gruppe der 20 und anderen Gruppierungen. Und die sind natürlich nur eine ganz winzige Minderheit gewesen in der CDU oder haben die nur eine winzige Minderheit dargestellt. Allerdings bündelte sich hier ein innovatives Potenzial, das mit seiner starken Ausstrahlung die Blockkräfte seit 1990/91 in die Defensive gedrängt hat. Und das ist ein sehr schwer zu beschreibende Gruppe, weil die ganz verschiedenartige Leute zusammengefunden haben. Die lassen sich auch nicht irgendwelchen Rechts-Links-Rastern zuordnen. Das sind Wirtschaftsliberale und Sozialpolitiker, Kommunalpolitiker. Das sind Pragmatiker, aber auch ganz entschiedene Moralisten. Das sind Bürgerrechtler und Intellektuelle, aber auch ganz andere Leute. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass, soweit ich die kenne aus Sachsen, dass es eine Mischung ist von freiheitlich-liberalen, christlich-wertkonservativen und sogar revolutionär-basisdemokratischen Anschauungen. Also so bezeichnen sie sich selbst. Wenn man jetzt heute guckt, wer von denen noch da ist, dann ist eigentlich von diesen Induktionseliten, wie ich sie nenne, also von dieser kleinen Gruppe, so gut wie niemand mehr da. Also oder wenige sind noch da. Und zum Beispiel in Sachsen, da ist der Matthias Rösler Landtagspräsident. Und sie haben natürlich auch noch in anderen Funktionen in der Politik sich da machen sie noch von sich reden, zum Beispiel Arnold Fahrts, der ist ja auch Ihnen sicherlich bekannt, der ist ja Parlamentarier und macht aber auch ab und zu noch von sich reden, aber lange nicht mehr so viel wie früher, wo wir jede Woche was im Spiegel von ihm gelesen haben. Wenn man in die Länder schaut, dann hat man den Eindruck, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Berlin, als ob jetzt diese Gruppe, die ich als Transformationseliten bezeichnet habe, längerfristig wieder an Ansehen und Bedeutung gewinnen, also nachdem sie erstmal abgestürzt sind. Also sofern sie politikfähig sind und auch der West-CDU selbstbewusst gegenübertreten. Dazu zähle ich zum Beispiel den Eckhard Rehberg aus Mecklenburg, Vorpommern, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, der Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, der hat mehrere Streitpapiere schon ausformuliert und veröffentlicht. Und da ging es eben sehr häufig um die Frage des Verhältnisses von Ost- und also CDU-Leuten Ost und West und um Aufbau Ost, um Repräsentation in den Parteigremien, um generell auch politische Vorstellungen oder parteistrategische Vorstellungen, wie man mit der PDS umgeht. Die gibt es ja noch nicht mehr, die PDS, aber
zu der Zeit, als er diese Papiere geschrieben hat, ob man sich mit ihnen an einen Tisch setzt oder nicht und solche Dinge. Und hat immer wieder Diskussionen dazu angestoßen. In letzter Zeit habe ich aber jetzt auch nichts mehr von ihm gehört. Ja, und dann haben wir natürlich auch Angela Merkel als Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende. Und ja, die könnte man vielleicht ebenfalls bei den Transformationseliten einordnen. Sie war ja Pressesprecherin von de Maizière und sie hat es ja, also mindestens sie hat es ja sehr weit gebracht in unserer politischen Konstellation. Ja, vielleicht noch ein Satz zum Vorgehen, wie ist umgegangen worden mit den Blockflöten in den einzelnen Landesverbänden, dann höre ich sofort auf. Also einmal hat verschiedene Wege gegeben. Wie sind die umgegangen? Die in Anführungsstrichen Erneuerer mit den Blockies. Also in Sachsen wurde dieser Kampf eben sehr hart ausgefochten. Diese Altkader wurden alle geprüft, mussten sich alle wieder neu vorstellen bei Wahlen. Da wurden Unterlagen eingezogen, ob es stimmt, was die gesagt haben und so. Also die haben ziemlich scharfe Überprüfungen gemacht und also richtig bei Wahlen immer genau geguckt, ne? Wie war diese Funktion vorher und ist das verträglich oder nicht? Wie verhält sich dieser Mensch heute und können wir den jetzt wählen oder nicht? Das war also in Sachsen sehr entwickelt. In Thüringen, da hat sich die Führung eigentlich, die Repräsentanten der Erneuerer haben mehr so ein therapeutisches Modell entwickelt. Die haben gesagt, wir müssen uns mit den Menschen beschäftigen, wir müssen fragen, wie sie das erlebt haben und müssen ihnen helfen, dass sie darüber wegkommen und wir müssen sie wieder integrieren und müssen auch menschlich verständnisvoll ihnen begegnen und sie wieder also in unsere Mitte sozusagen aufnehmen, nicht ausgrenzen, sondern aufnehmen. Und aber sozusagen vorher alles auf den Tisch legen, ja, diskutieren und sich gegenseitig eben die Biografien erzählen. In Brandenburg gab es noch einen ganz anderen Weg. Da hat der Generalsekretär in den 90er Jahren, Thomas Klein, versucht, die Partei einfach organisatorisch komplett umzukrempeln und dabei eben auch das Personal auszutauschen oder zu streckenweise mindestens auszutauschen. Das hat aber auch so nicht geklappt. Also es wäre jetzt ganz schön, so aus heutiger Sicht mal zu schauen, wie welche Methode angewendet worden ist und zu was sie geführt hat und da mal einen Vergleich zu machen. Ja, die historische Aufarbeitung ist, um das nochmal zu resümieren, also wie Sie sehen aus dem, was ich gesagt habe, das sind ja nur Aspekte, noch lange nicht beendet und ich denke, das hängt auch immer natürlich von der Quellenlage ab, was man machen kann und ich denke, dass es da in Zukunft auch noch einiges zu erforschen gibt. So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.